Aufbau von Rodwin. Ja, ich wollte schon. Bling. Eivor, willkommen in meinem Laden. Ich komme mit einer Bitte. Es ist schön, Freundschaften zu stärken. Worum geht es? Barret möchte Flan den Wert von Düflins Handel zeigen. Könnten wir ein Geschenk aus einem fernen Land besorgen? Das ist leider genau das Problem, das sich mir stellt. Ich habe nämlich Land in Ratoin erworben, das zuvor übrigens Thorstein gehörte. Das Land gehört nun aber Dornen und Hunden und Schmugglern. Sobald er frei davon ist, wird dieser Handelsweg unsere Herzenswünsche erfüllen. In meinem Fall ist dieser Wunsch ein fremdländisches Geschenk. Also... Ein Gewürzhändler, den ich kenne, wünscht feine Pelze. Ratoin hat davon in Übermaß. Das passt vortrefflich. Gewürze sind eine würdige Königsgabe. Hab Dank, Gesar. Es ist im Norden. Du kümmerst dich um die Schmuggler, ich sitze hier nur auf meinem Arsch. Nichts zu danken. Ratoin ist nördlich von Düflin. Ich sollte dorthin reisen. Haben wir da einen Schnellreisepunkt? Niet. Haben wir nicht. Dann satteln wir das Pferd. So, jetzt, Folgendes. Okay, ich wollte bloß mal gucken, ob es einen neuen Schnellreisepunkt gibt. Gibt es nicht. Thank you.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Schmuggler. Azar will sie hier nicht sehen. Das haben wir erledigt. Handelsposten Radoin. Dieser Handelsposten lagert und verschickt Felle und gefärbtes Tuch von unseren besten Fallenstellern und Webern. Es gilt, einige kleinere Löcher zu stopfen, aber mit etwas Wiederherstellungsarbeit werden unsere Felle und Stoffe die Welt umhüllen. Bist du, Eivor? Hier drüben! Gehörst du zu Azars Leuten? So ist es. Azar sagt, ihr beide wollt Felle gegen ein Geschenk eintauschen. Es wird König Flan beweisen, wie weit Baröds Handel reicht. Wir besorgen euch die Felle. Wie kann ich helfen? Mit mehr Vorräten könnten wir den Handelsposten ausbauen, um den Handel noch besser und schneller zu machen. Wo finde ich die passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Dort wirst du sicher fündig. Wie teilen du und Azar euch die Arbeit auf? Ich sammle Pelze, bereite sie auf und schicke sie nach Düflin. Azar kümmert sich dann um den Verkauf. Wir wollen den Posten ausbauen. Dann können wir mehr Pelzbündel lagern und sie häufiger an Azar verschicken. Irland muss viele Handelsposten haben. In der Tat. Jeder von ihnen handelt mit bestimmten Waren. Hier sammeln wir Felle, woanders gibt es andere Güter. Danke dir, mein Freund. Gib auf dich Acht. Aha. Das sind das Handelsposten mit diesem komischen Symbol. So, irische Fracht findet sich in Klöstern wie reagierendem. Was, wo, wer? Aha. 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 Ah, ein neuer Synchronisationspoint. Sehr schön. Ja, schauen wir mal, was es dort gibt. Number one. Yeah.
Das war eine Fresse. Blödes Wildschwein. Na, wo war das? Oh. Wo war denn der Eingang? Oh Leute. Kann ich garantiert immer da unten rum. Ups, jetzt hatte ich gerade im Hals. Ja, wa? Ah, da gibt es ein Rüstungsteil. So cool. Ich bin mal gewundert, wo das Geräusch herkommt. So schnell geht das. Druidische Rüstung. Schon alles.
Ja, das war's. Ja, das war's. Na? Na? Sama! Ist das wahr? So, unser nächstes Ziel, Codex, hat wieder was Neues. Einen neuen Schauplatz. Brunner Bonn. Der Palast des Brunner ist eine Reihe megalithischer Begräbnisstätten, Monumente und astronomischer Darstellungen. In vielen von ihnen wurden Muster mit einem hohen Wiedererkennungswert graviert. Diese Bauten sind etwa 1000 Jahre älter als Stonehenge. Das muss man sich mal vorstellen. Das Gebiet, zu dem auch die Grabanlagen Dubtazi und Bru und Knobra gehören, ist eine der bedeutendsten archäologischen Städten Europas. Oh. Giftdruide, das sind brutale, höchstwendige Kämpfer. Unter dem Einfluss des Druidennebels fügen Giftdruiden Giftschaden zu und werden selbst immun gegen Gift. Sie können zudem verschwinden und woanders wieder auftauchen, um einen Überraschungsangriff auszuführen. Kopfjäger sind wilde Kämpfer, denen es besonders viel Freude bereitet, ihre Feinde zu Boden zu stoßen. Oft stürmen sie aggressiv an ihrem Gegner vorbei, um dann von hinten anzugreifen. Die Dämpfe des Druidennebels machen sie sogar noch furchtloser. Sie können von düsterem Zorn erfüllt werden, der alle Wunden überwindet, die ihnen zugefügt wurden. Druidenbeschwörer. Diese Kämpfer erscheinen zunächst harmlos, werfen dann jedoch bewusstseinsveränderte Nebelbomben, durch die andere Gegner zusätzliche Kräfte erhalten. Unter dem Einfluss des Nebels können Beschwörer verschwinden und als unangenehme Überraschung woanders wieder auftauchen. Eber-Druide. Dieser druidische Krieger lebt zusammen mit seinem verlässlichen Eber. Unter dem Einfluss des Druidennebels wird der Tod seines Ebers ihn mit irrsinniger, tödlicher Wut erfüllen. Feuer-Druide. Energiegeladene Kämpfer, die Brandsätze benutzen, um Eber aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn sie eine Gelegenheit sehen, führen Feuerdruiden einen wilden, langwährenden Axtangriff aus. Sie verschanzen sich zudem hinter schützenden Flammenwänden und greifen von dort aus an. Unter dem Einfluss des bewusstseinsverändernden Nebels kann ihnen Feuer nichts mehr anhaben und sie gehen in Flammen auf. Sie werden widerstandsfähiger, wenn sie den Gegner treffen. Nutul. Hä? Gelesenes ausblenden. Warum geht denn das nicht? So, jetzt geht es
würde ich sagen, dahin. Oh, unser Pferd brennt. Hirschjagd. Jetzt haben wir ihn. Hä, ist das Stonehenge? Teddybär! Oh, was ist das? Das sollte ich wahrscheinlich noch gar nicht sein. Das ist irgendeine Ritualstelle oder sowas. Hallo, Pferd? Jetzt geben wir Gas. Irgendeine Zeremoniestätte oder sowas wird das sein. Da werden wir sicher noch im Laufe der Story hingeführt. Da muss ich sagen, das finde ich geil, dass man auch an Orte reisen darf, bei denen man eigentlich noch gar nichts zu suchen hat. Ich wollte sagen, das finde ich eben bei Assassin's Creed geil, dass man auch mal an Orte reisen darf, an denen man eigentlich noch gar nichts zu suchen hat. Da gibt es durchaus Spieler, da werden dann künstliche Barrieren aufgebaut, weil das einfach erst im späteren Storyverlauf dann Bedeutung hat, der jeweilige Ort. Da muss ich sagen, das finde ich geil, dass das hier anders ist, dass man da einfach mal überall hinreisen kann, obwohl man da eigentlich noch gar nichts zu suchen hat.
darf mich niemand sehen. Scheiße. Da braucht halt wohl nichts. Mein Glück ist verbraucht. Oh, führt mich zum Sieg. Na. Gut. Dann zu unserem Aussichtspunkt. Oh, da oben gibt es noch einen Ort. Jetzt bezahlst du. Ihr gehört alle Orte. Wird aber auch abgelenkt hier. Ist der Posten verlassen? Scheint so. Schlachtfeld. So, da schauen wir mal da oben. Nehmen wir jetzt einfach mal den Fußweg. Beziehungsweise den Weg zu Fuß. Zu Fuzius. Tula! Oh, ein verfluchter Ort, wie es aussieht.
Ui, was ist das da hin? Die schmiert ab. Ah, da drüben, wie es aussieht. Ach nee, das sind bloß... okay. Einen Eingang suchen. Auf der anderen Seite muss es reingehen. Hier irgendwo. Ah! Da geht's rein. Okay. Diese Sucherei nach so einer, nach so einem scheiß Sprengsatz los. Problem gelöst. Hm.
Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Was sind das für neue Moden?